Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Firma Thomas Elektronik. Mein Name ist Jana Witt und wir haben euch heute mitgebracht die neue Kamera von Panasonic, die DC-GH5, das Flaggschiff im Bereich Systemkamera, Wechselobjektivkamera. Dieses Modell ist jetzt ausgestattet mit dem 1260er Leica-Objektiv. Die meisten von euch können sicherlich was mit dem Begriff anfangen. Ich will auch gar nicht großartig viel Allgemeines zu der Kamera erzählen, sondern am liebsten gleich direkt auf die technischen Details eingehen, weil die Kamera hat echt einiges an Bord, was wir auf jeden Fall euch hier und heute präsentieren wollen. Die GH5 ist ausgestattet mit einem ganz neuen Bildsensor und einem neuen Prozessor. Das heißt, sie schafft 20 Megapixel ohne Tiefpassfilter und kann dadurch deutlich schneller ausgelesen werden. Die neue Version des Venus Engine 10 Prozessors sorgt für beste Rauschunterdrückung und verspricht zudem bessere Farbreproduktion und hohe Detailwiedergabe. Die Kamera benutzt ebenfalls den DFD-Kontrast-Autofokus, der natürlich für die GH5 noch einmal verbessert wurde und in Verbindung mit dem neuen Prozessor eine Autofokusgeschwindigkeit von nur 0,05 Millisekunden liefert. Eine weitere Verbesserung sind die Autofokus-Messfelder, die man hier sehr schön sehen kann. Das heißt, wir haben jetzt anstatt der 49 Messfelder 225 Stück. Erstmals auch in der GH5 der 5-Achsen-Body-Bildstabilisator verbaut. Das heißt, zusammen mit Panasonic-Objektiven wird wirklich eine duale Bildstabilisierung gewährleistet. Zum Bereich Sucher und Display lässt sich sagen, dass Panasonic bei der GH5 einen hochauflösenden OLED-Sucher verbaut hat mit 3,7 Megapixel und 0,76-facher Vergrößerung. Das Display hat eine Auflösung von 1,6 Megapixel. In der GH5 verbaut sind professionelle Videofunktionen wie zum Beispiel 4K 60p ohne Crop, 4K 30p mit 4 zu 2 zu 2 10-Bit-Farbsignal intern und 400 Mbit Datenrate bei All-Intra. Natürlich sind auch wieder verschiedene Videomodi zu finden, wie zum Beispiel 4K Cinema mit 24 Bildern die Sekunde oder Full HD Zeitlupen mit 180 Bildern die Sekunde und das alles ohne begrenzte Aufnahmezeit. Das heißt, 30 Minuten, das gibt es bei der GH5 nicht, sondern wirklich unbegrenzt. Schnelle Bewegungen von links nach rechts provozieren bei vielen Kameras stützende Linien. Das ist der sogenannte Rolling Shutter-Effekt, den die GH5 aber wirklich bestens im Griff hat. Für die gute Tonaufzeichnung der GH5 sorgt das optionale Audio Interface XLR1. Damit und mit einem externen Mikrofon liefert die GH5 wirklich High-Res Audio. In dem Bereich Foto ist die GH5 natürlich auch bestens ausgestattet. Das heißt, ich habe wirklich die Möglichkeit, 4K und 6K Serienbildaufnahmen zu machen. 4K jetzt mit 60 Bildern die Sekunde statt mit 30 Bildern und 6K mit 30 Bildern à 18 Megapixel. Mit 20 Megapixel Sensorauflösung liefert die GH5 mit festem Autofokus 12 Bilder die Sekunde und mit kontinuierlichem Autofokus 9 Bilder die Sekunde. Ein weiteres Highlight, und das ist wirklich ganz besonders, ist die Möglichkeit, zwei SD-Karten einzusetzen in die Kamera, die den Highspeed-Standard UHS und Hot Swapping unterstützen. Das bedeutet, dass die Kamera automatisch während der Aufnahme zur anderen Karte wechselt, wenn eine Karte voll ist. Zum Gehäuse der Kamera lässt sich sagen, dass diese sowohl spritzwasser- als auch staubgeschützt ist und dass sie ebenfalls kälteresistent bis minus 10 Grad ist. Ja, das war es dann auch schon wieder von meiner Seite aus. Bei eventuellen Rückfragen oder Anregungen könnt ihr uns natürlich wie immer gerne telefonisch kontaktieren. Das wäre dann die 040 für Hamburg, 4100 4540 oder auch gerne per Mail unter shop@thomas-elektronik.de. Wie gesagt, es hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!